Ich wage es nicht zu interpretieren, wie jemand reagiert, wenn er über sich selber solche Schlagzeilen liest. Das kann ein Mensch nur selber erklären. Sie sagen, Edmund Stoiber wollte eigentlich nicht das Amt verlassen, kam dann aber doch zu der Erkenntnis, Platz zu machen. Wie wurde denn dieser Prozess befördert? Was führte dazu? Sie waren ja selber überrascht, sagen Sie. Ich war überrascht, Aber ja. was. Ich hatte nicht damit gerechnet. Er hat wohl sich diese schmerzliche Diskussion da über, ich glaube, mehr als 20 Stunden, wahrscheinlich in den folgenden Tagen, nochmal genau durch den Kopf gehen lassen, hat sich geprüft, reicht die Basis aus. Aber seine letzten Motive und Entscheidungsgründe, die kenne ich auch nicht. Wenn es kein Putsch war, kann man sagen, ich meine, 20 Stunden, das ist ja sehr Eine mehr. Tortur kann man auch sagen, ja. Aber es sollte jeder zu Wort kommen, der sich zu Wort gemeldet hat. Das ist ja durchaus auch ein Verfahren, das für eine lebendige Partei spricht. Ich bin überzeugt, dass die meisten, die dorthin gefahren sind, den Willen hatten, eine Lösung herbeizuführen im Miteinander und nicht im Gegeneinander, dass sie möglicherweise in der Diskussion dann etwas hochgeschaukelt hat. Ich kann aber auch nicht für alle die Hand ins Feuer legen, ob manche nicht schon andere Planungen hatten, auch Ämter im Auge hatten. Das gibt es natürlich immer. Aber ich kann jedenfalls für mich sagen, das gehört zur geschichtlichen Wahrheit dazu, dass ich vor dieser Sitzung in Kreuth an irgendwelchen Absprachen oder Planungen oder Putschplänen oder dergleichen in keiner Weise beteiligt war. Und Gab es sie denn von anderen? ich habe einen solchen Plan nicht gesehen und ich kann ihn auch nicht bestätigen, dass es das gab. Es ist möglicherweise später einiges da hinein interpretiert worden. Aus meiner Sicht war es ein Prozess, wo viele Landtagskollegen aus der Sorge heraus, wie stehen wir da, wie ist unser Ansehen in der Bevölkerung, wie ist die Akzeptanz unserer Politik, was müssen wir tun für die Wahlen 2008, das waren ja gut 1,5 Jahre dorthin, aus dieser Motivation gehandelt und diskutiert haben. Diese Tortur, die Sie beschreiben, hat die möglicherweise auch dazu geführt, also ihre Wirkung zu entfalten, sodass Edmund Stoiber gesagt hat, er macht Platz? Alleine durch diese 20 Stunden, durch diese Massivität? Ich glaube, dass man auch da bei ihm den Prozess über viele Jahre sehen muss. Ja. Es war für ihn ungewohnt, dass er 2005, dass seine persönlichen Entscheidungen Berlin-München dann doch heftiger Kritik ausgesetzt waren, dass er in einem Rechtfertigungsdruck war über längere Zeit hinweg und dass dann auch vieles zusammengekommen ist über die Jahre hinweg. Aber ich maße mir nicht an, die Motive und letzten Entscheidungsgründe für ihn selber nun zu erklären und zu interpretieren. Das kann er nur selber. Sie mussten aber dann selber doch irgendwann eine gewisse Bereitschaft erklären, Verantwortung zu übernehmen. Wie lief das? Weil ohne Sie, ohne Günter Beckstein, wäre es auch nicht gegangen. Ja, das hat sich dann eigentlich nach dem Rücktritt von Edmund Stoiber, ist die Frage an mich gekommen. Nach dem Rücktritt oder auch schon vor Nach dem dem Rücktritt? Rücktritt. Also ich hatte vorher keinerlei Bündnisse oder Absprachen und dergleichen getroffen. Ich hatte nur den Wunsch entgegengenommen, dass es nicht erneut zu einem weiteren Duell kommt. Und es war allerdings auch sehr stark der Wunsch der Franken da, dass es einmal zu einem fränkischen Ministerpräsidenten kommen soll. Und Günter Beckstein war sehr populär.
Und nach dem für mich zu diesem Zeitpunkt völlig überraschenden Rücktritt von Edmund Stoiber habe ich dann gesagt, jawohl, ich stehe für andere Aufgaben zur Verfügung. Das heißt also, noch einmal ganz klar, es gab da kein Rollenbuch für die Tagung in Kreuth. Es war ein Prozess, der sich aus der Diskussion ergeben hat, mit einem für Edmund Stoiber in der Tat nicht sehr erfreulichen Gesamtergebnis dieser Diskussion. Und es war seine autonome, eigene Entscheidung, dann den Rücktritt zu erklären, den er wenige Minuten vor seinem Pressestatement dazu uns erst mitgeteilt hat. Das ist der objektive Ablauf und deshalb sehe ich eigentlich da keine Berechtigung, dass da mehr daraus gemacht wird, als dieser ganz schwierige Diskussionsprozess. Hat Edmund Stoiber denn selber mehr daraus gemacht? War er verletzt? Also auch durch Ihre Bereitschaft dann? Aber natürlich, ich meine, wenn jemand so lang und so erfolgreich politisch tätig ist, dann stellt er sich natürlich einen anderen Abschied aus der Politik vor. Hätte er sicherlich auch verdient. Aber leider ist es so in der Politik, dass man sich oft gerade auch das Ende von Karrieren nicht so aussuchen kann. Und dass es hier natürlich ein Gesamtinteresse einer Partei gibt, die also dann durchaus erforderlich macht, dass es zu solchen Diskussionen kommt. Es ist ja nicht so, dass die Abgeordneten da alle nun wild geworden wären, sondern sie hatten natürlich auch über längere Zeit die schwierigen Diskussionen mit unseren Bürgern an der Basis erlebt. Die ganze Partei war in Aufruhr. Also es ist ein sehr komplexes Verfahren gewesen, das man nur verstehen kann, wenn man einen längeren Zeitraum und viele Einflüsse mehr oder weniger doch einbringen lässt. So eine Vereinfachung der Art und Weise, da ist mehr oder weniger in Kreuth ein Putsch gewesen. Das entspricht nach meiner Erfahrung und nach dem, was ich das erlebt habe, nicht den Realitäten. Hat das Ihr Verhältnis zu Stoiber bzw. Edmund Stoibers Verhältnis zu Ihnen belastet? Aber natürlich hat das auch zu Belastungen geführt. Wir haben auch öfter darüber geredet. Auch über all dies, was seit 2005 war und früher, in aller Offenheit darüber geredet. Ich hatte nicht den Eindruck, dass Edmund Stoiber dann mir die Verantwortung für dies zugeschoben hätte, was da in Kreuth war. Aber dass er natürlich da tief verletzt und tief enttäuscht war, das ist ganz selbstverständlich. Jeder von uns ist ein Mensch und das kann man nur so empfinden. Aber wenn er Ihnen keine Schuld zugewiesen hat, warum hat es dann Ihr Verhältnis belastet? Ja, das kommt daher, weil natürlich der Gesamtablauf für ihn eine Belastung war. Aber das kann man ja nicht sagen, der und der ist dafür verantwortlich. Es war ein Prozess über längere Zeit aus der gesamten Partei heraus, der eine Kumulation hier in Kreuth erfahren hat. Es gab damals ja noch einen Namen, nicht nur Günter Beckstein und Erwin Huber, sondern auch schon Horst Seehofer. Der kam ja theoretisch auch in Frage für die Nachfolge. Und ich erinnere mich, Mitte Januar, das war ziemlich genau zu der Zeit der Tagung in Wildbad Kreuth, gab es eine Schlagzeile in der Bild-Zeitung über diesmal ungeklärte Familienverhältnisse im Hause Seehofer. Wie kamen denn diese Gerüchte plötzlich auf und dann auch in die Zeitung? Da fragen Sie den Falschen. Ich habe das auch nur in der Zeitung gelesen. Können Sie das mal beschreiben, was da los war plötzlich? Gut, das war halt überraschend und die Leute haben das in der Zeitung gelesen, haben sicher auch nachgefragt, stimmt das? Aber das hat zunächst nicht das hat nicht einen politischen Effekt ausgelöst. Aber woher das kam und wer das in die Zeitung gebracht hat, da habe ich keinerlei Kenntnis davon. Ich habe mal versucht zu recherchieren und was man liest, ist, dass es aus der Staatskanzlei gekommen sein soll. Die hat dann aber gleich dementiert. Also ich
bin verwirrt. Also das kann ich in keiner Weise bestätigen. Ich wüsste auch nicht, wo die Staatskanzlei zu solchen Erkenntnissen gekommen wäre. Ich hatte jedenfalls davon oder damit nicht das Geringste zu tun. Da weiß ich nicht, wer das war, von wem das kam, wer das in die Bildzeitung gebracht hat. Aber ich würde auch da sehr vorsichtig sein, mal jemanden wie meinetwegen der Staatskanzlei jetzt da die Verantwortung zu geben. Ich persönlich war jedenfalls an diesen Dingen nicht beteiligt. Ich wusste das nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es gerechtfertigt wäre, einfach zu sagen, das kam aus der Politik. Es kommen jeden Tag Meldungen in Zeitungen, es kommen jeden Tag Meldungen im Fernsehen, die produziert werden von Menschen, die dort tätig sind. Nun einfach zu unterstellen, das hat eine politische Quelle, würde ich mal sagen, das ist nicht begründet. Aber es war zweifelsohne ein Tiefpunkt. Und wir sprachen anfangs über Verletzungen, mit Sicherheit eine Verletzung auch für Horst Seehofer, oder? Ja, also da würde ich also vorschlagen, den Horst Seehofer unmittelbar zu befragen. Der redet da nicht mehr drüber. Aber wie haben Sie es damals wahrgenommen? Also Sie haben Verletzungen davongetragen, aber Horst Seehofer in der Phase, ich meine, da muss man nicht sehr fantasiebegabt sein. Wie hat er darauf reagiert? Mir gegenüber gar nicht. Und es ist später, als es dann diesen, ja auch wieder Wettstreit, dieses den friedlichen Wettbewerb um das Amt des CSU-Vorsitzenden gegeben hat, zwischen Horst Seehofer und mir, war gesagt, dass private Dinge dabei keine Rolle spielen. Ich habe auch nie und zu keinem Zeitpunkt das in irgendeiner Weise eingebracht oder verwendet. Das weiß auch das Horst Seehofer und deshalb haben wir da nie Probleme gehabt. Und ich wage es nicht zu interpretieren, wie jemand reagiert, wenn er über sich selber solche Schlagzeilen liest. Das kann ein Mensch nur selber erklären, aber ich glaube, ein Dritter kann sich das nicht anmaßen. Aber wie war der Effekt? Hat es Horst Seehofer in der Phase aus der Schlacht geschlagen? Die Entscheidung hat den Parteitag getroffen im September 2007 mit 1000 wahlberechtigten Männern und Frauen. Und die haben seinerzeit, es waren ja dann drei Kandidaten, weil die Frau Pauli noch dazu kam, mit klarer Mehrheit nicht gewählt. Da spielen bei den Einzelnen, die gewählt haben, viele Motive eine Rolle. Aber ich habe das immer als eine politische Entscheidung gesehen und nicht als eine, die von persönlichen Sachverhalten geprägt gewesen wäre.